klickig. Sven arbeitet, ja. Oder jetzt das zweite Teil. Manchmal haben sie... Die KI hat nämlich manchmal so den Drang einfach... Nein, er geht einfach dahin und tötet das nächste Häschen doch. Und holt sich von dort etwas. Na, wir werden gleich sehen, ob wir von 9 Nahrung auf 11 steigen. Das heißt nämlich, er macht 50% besser. So, unser Wohnzelt ist fertig. Gut. So, lassen wir ihn mal da reingehen. Ja, 11. Also ja, 50% effektiver wird er dadurch. Das heißt, jede Nahrungseinheit zählt 1,5-fach. Ralf hat das Wurzel fertiggestellt. Es sieht stabil genug aus, um Schutz vor jedem Unwetter zu bieten. Lass es Sven mit dem grünen Haus im Burtort einziehen. Achte darauf, dass wenigstens die wichtigsten Arbeiter des Wikingerdorfs ein Zuhause haben. Das gleiche gilt auch für das Heiraten. Nächster Schritt. Du kannst jemanden in seinem Haus auch wieder wegnehmen, indem du ihn der rechten Maustaste anklickst und das Symbol mit dem durchgestrichenen Haus anwählst. Danach kann dort wieder jemand anderes einziehen. Lass es Sven unter das Zelt einziehen. Eine kleine Fahne erscheint vor dem Eingang des Zeltes und zeigt an, dass Sven es in Besitz genommen hat. Ja, wir können Sven auch, wenn wir ihn nicht gerade selber greifen können, über seinen Arbeitsplatz greifen. Wir können, wie gesagt, ja, das hier ist, wie man es aus alten Siedlerteilen kennt, um seinen Arbeitsbereich anzeigen zu lassen und festzulegen. Was wir im Augenblick nicht brauchen. Wir sollen ihm das Wohnzelt zuweisen. So, die kleine Fahne jetzt zeigt an, dass er das Wohnzelt besetzt hat. Ja. Und dass er weiter Hasen jagt. Er hat hier überall Kadaver rumliegen. Gut. Sven geht einer wichtigen Arbeit nach, hat ein Zuhause und die Wikinger haben fürs Essen genügend Nahrung. Der richtige Zeitpunkt ist nun gekommen, um sich um eine Familie zu kümmern. Sven möchte gerne heiraten. Klicke dazu im Aktionsmenü auf das Symbol mit den zwei Ringen. Sofern eine Frau in der Nähe ist, die Sven gefällt, wird er sofort freudig losstürmen und ihr den Hof machen. Bald darauf sind sie auch schon ein Paar. Tipp, deine Arbeiter werden viel motivierter sein, wenn sie mit einer Frau verheiratet sind, die ihnen Gesellschaft leistet und sie mit Nahrung versorgt. Bereitet eine Frau für ihren Ehemann das Mahl, macht es doppelt so lange satt und wenn ein Mann sich sein Essen nicht mehr erst lange selbst besorgen muss, werden seine Essenspausen insgesamt auch viel kürzer ausfallen. Das ist Sven heiraten. Sven ist nun verheiratet und seine neue Frau ist zu ihm in das Wohnzelt gezogen, was sie auch stolz allen mit dem Ehering-Symbol auf der Fahne vor dem Zelt zeigen. Jetzt kann auch an Nachwuchs gedacht werden. Klicke die Ehefrau an und wähle das männliche Symbol für Jungen oder das weibliche Symbol für Mädchen. Tipp: Um ein Kind bekommen zu können, muss ein verheiratetes Ehepaar eine Wohnung besitzen und dort mindestens 5 Nahrungseinheiten gelagert haben. Auch ist zu bedenken, dass ein Kind, bis es erwachsen und bei der Arbeit mithelfen kann, mindestens 2 Nahrungseinheiten verspeist. Jeder neue Arbeiter muss später natürlich ernährt werden. Stell deshalb aber vorher eine ausreichende Nahrungsversorgung sicher. Mhm. Ja. Lass es Svens Frau ein Kind bekommen. Wenn Svens Frau daheim genügend Nahrung gelagert hat, wird bald schon helles Kindergeschrei das Dorf erfüllen. Ja, Tutorial 1 und 2 sind etwas langwieriger, weil ziemlich viel erklärt wird. 3 und 4 sind da etwas kürzer, nur damit ihr es Bescheid wisst. Also ja, Missionsziel. Lass es Sven heiraten und lass seine Frau ein Kind bekommen. Da warten wir erstmal, bis er wieder zu Hause ist. Und ja, wir sind jetzt richtig gemein und zwingen Sven zu heiraten. Da er nicht viel Auswahl hat, muss er sich mit einer von den beiden Damen begnügen. Oder er entscheidet sich für Gudrun. Yay. Ja, sie knutschen ein bisschen rum.
So, jetzt hat, sehen wir ja, dass das Ringsymbol, also das Eheringsymbol, am Z prangert. Und jetzt wird sich halt Gudrun um den Haushalt sozusagen kümmern. Sie wird also Essen bereitstellen. Also Essen entweder aus dem Hauptlager oder aus dem Jägerzelt holen und daraus Nahrung kochen. Und wenn es möglich wäre, würde sie sich auch um diese Sachen hier kümmern. Also Geschirr holen, Möbel holen, Öl holen. Man sieht übrigens hier an unserem Hauptzelt brennen die blauen Flammen in den Ölschalen. Hier am Wohnzelt brennt nichts, weil das Wohnzelt Öl bräuchte, um dort eine Flamme entzünden zu können. Und ja, wie gesagt, Waffenhersteller müssten regelmäßig eben an diesen Flammen beten, um ihre Religion wieder zu steigern. So, Gudrun holt Nahrung und macht daraus Essen. Das ist übrigens auch recht effektiv, weil aus einer Nahrungseinheit macht sie zwei Essen in ihrem Wohnzelt. Das heißt, statt fünf braucht man nur drei. Und dadurch, dass Sven halt auch als Jäger, als Jägermeister mehr Nahrung bringt, ist es dann doppelt so effektiv. Deswegen ist es immer wichtig, dass die meisten Wikinger verheiratet in einem Wohnungs leben, um den Nahrungsverbrauch effektiver zu halten. So, Gudrun möchte wieder kochen und sucht Nahrung. Wie ja der Tutorial-Tipp gesagt hat, müssen wir eben warten, bis wir fünf Nahrungseinheiten im Zelt haben. Wobei ich glaube, es reicht auch, wenn es vier sind. Beziehungsweise jetzt sind es drei, weil Gudrun hat schon mal was gegessen. Und so wie es auch sieht, hat auch entweder Halfried oder Ralf zugeschlagen. Ja, Ralf hat zugeschlagen. So, aber gleich sollten wir fünf haben. Und dann können wir eben Gudrun sagen, sie soll einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Selbst das können wir vorgeben. Wäre auch sonst ein bisschen kontraproduktiv, wenn es zufällig wäre, was wir kriegen würden. So, wünscht sich ein Kind, hat kürzlich einmal gegessen, gut und wollte Essen zubereiten, ja. Im Augenblick brauchen wir aber kein Essen, ihr habt schon fünf. Ja, Ralf hat ein Wohnzelt gebaut, hat gerade nichts zu tun, hat kürzlich sechsmal gearbeitet. Halfried fand keinen Gesprächspartner. So, Sven hat versucht zu arbeiten. Sven schläft wahrscheinlich jetzt erstmal. Weil er doch müde ist. Oder er isst, weil er hungrig ist. Ja, wir können halt wie gesagt hier die Sachen steigern, also Stärke, Ausdauer, Redekunst und Frömmigkeit. Wenn wir Stärke steigern, dann sinkt halt der Nahrungsverbrauch. Wenn wir Ausdauer steigern, der Schlafverbrauch. Und ja, sie sieht man schön an den Herzen, dass da jetzt gerade was in dem Zelt passiert. Knicke die Knack, Knack.
Also warten wir, bis die beiden mit ihren Herzchen fertig sind und da kommt der Storch. Ich liebe dieses Detail. Und auch die Nachricht, dass das Kind da ist, nämlich Brand. Das Wunder der Geburt. Ein neuer Viking hat es sich der Welt erblickt und dein kleines Dorf ist um einen Einwohner gewachsen. Glückwunsch! Du hast nun die ersten Grundlagen des Spiels erfolgreich absolviert. Für die ersten Tage ist nun für genügend Nahrung gesorgt, doch die vorhandenen Nahrungsquellen werden nach einiger Zeit erschöpft sein. Irgendwann wird ein Jäger in der Nähe seiner Jagdhütte kaum noch Wild finden und auch andere Quellen wie Fischgründe und Bärenbüsche können dein Volk nicht mehr ernähren. Deine Gegner müssen also lernen, ihre Lebensmittel selbst zu erzeugen, um auch eine größere Bevölkerung über längere Zeit ernähren zu können. Der Boden hier scheint fruchtbar zu sein und die Kunst des Ackerbaus ist den Wikingern auch nicht fremd. Im nächsten Tutorial kannst du deshalb Schritt für Schritt lernen, eine stabil funktionierende Nahrungsversorgung aufzubauen, mit der du auch größere Zivilisationen in Kalchos ernähren kannst. So wirst du bald für jede neue große Aufgabe im Spiel gut gerüstet sein. Das erste Tutorial ist nun beendet. Du kannst noch ein wenig weiter probieren oder gleich mit dem nächsten beginnen. Klicke auf der linken Seite auf das Werkzeugsymbol und wähle zurück zum Hauptmenü. Wir haben die Mission erfüllt und können zum Hauptmenü zurück. Ja, meine Frau quengelt, deswegen will ich zurück ins Hauptmenü. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in Tutorial 2. Herzlich willkommen beim zweiten Kalchos-Tutorial. Auf einem kleinen freundlichen Eiland lebt ein kleiner Wikingerstamm. Bis auf das Haupthaus funktionierten, zum Haupthaus umfunktionierten Drachenschiff, den drei Arbeitern, einem Jäger und drei Bauern, die zusammen mit ihren Frauen im Wurzelten leben, befindet sich das Dorf noch im Aufbau. Ich sehe dunkle Zeiten auf uns zukommen, ruft Ralf, der Häuptling des Stammes, sorgenvoll. Wir sind nun schon so viele, dass uns der Jäger allein bald nicht mehr versorgen kann. Dieser Zeitteil des Tutorials baut auf die Spielregeln auf, die du im ersten Teil gelernt hast. Hier solltest du nur mehr über die Zusammenhänge erfahren, die für die Ausbildung deiner Leute und den technischen Fortschritt im Dorf notwendig sind. Um den Einstieg hier einfach und schnell zu machen, sind einige Häuser und Arbeiter bereits vorgegeben. Baue vor allem nur diejenigen Gebäude, die verlangt werden, da es ansonsten die vorhandenen Rohstoffe nicht ausreichen werden. Kümmere dich vorerst noch nicht um die Meldung, dass Frauen heiraten wollen, dazu werden wir im weiteren Verlauf des Tutorials noch kommen. Deine Aufgabe besteht nur darin, möglichst schnell eine funktionierende, dauerhafte Nahrungsversorgung aufzubauen, bevor die Vorräte im Schiff verbraucht sind und der Jäger kein Wind mehr findet. Das Fundament einer jeden Kultursgesellschaft. Ja. Aus den zwei Hütten des ersten Tutorials ist schon ein beachtliches Dorf gewachsen. Sven, der Jäger, ernährt noch immer ganz alleine sämtliche Einwohner, doch alle wissen, dass die vorhandenen Nahrungsquellen nach einiger Zeit erschöpft sein werden. Irgendwann wird ein Jäger in der Nähe seiner Jagdhütte kaum noch Wild finden und auch andere Quellen wie Fischgründe und Bärenbüsche können dein Volk nicht mehr ernähren. Daher hat Ralf mit zwei anderen eine kleine Farm aufgebaut und mittlerweile haben sie es sogar schon zum Farmmeister gebracht. Wenn man das Getreide, das hier wächst, mahlen und das Mehl dann zum Brot verarbeiten könnte, wäre er für die ausreichende Nahrung gesorgt. Und da Getreide nachwächst, hätte man eine quasi unendliche ergiebige Nahrungsquelle erschlossen. Der nächste Schritt wäre also, nur eine Mühle für das Korn zu errichten. Lasse die Bauarbeiter daher eine Mühle in der Nähe des Bauernhofes und der Wohnhäuser bauen. Je größer die Gebäude werden, desto mehr Baufläche benötigen sie. Die hellen Flächen, die jetzt erscheinen, zeigen wieder die möglichen Blauplätze an. Die dunklen sind für die Mühle als Bauplatz ungeeignet. Wähle den Platz wiederum mit Bedacht. Nicht zu weit weg vom Hauptlager, dass ein Müller überschüssiges Mehl bringen wird, aber auch nicht zu weit weg vom Bauernhof, von dem er das Korn bekommt. Und da du einen Farmer zum Müller ausbilden wirst, wäre auch die Nähe des Wohnzeltes günstig. Denke immer daran, je größer die Entfernungen sind, desto mehr Zeit verlieren deine Wikinger durch die Wege, die sie zurücklegen müssen. Deine Bauarbeiter beginnen nun das Haus zu bauen. Dazu bedienen sie sich vorerst den knappen Vorräten vom Schiff. Ja, und wir müssen erstmal wieder... die Musik leiser machen, was nichts bringt. Und dann können wir gleich mal die Mühle bauen. Wir sehen übrigens hier ganz schön, dass die Mühle vom Bauernhof abhängig ist. Genauso wie der Brunnen. Also werden wir die Mühle einfach hier hinsetzen. Danke.
Ich glaube, ich werde die Musik einfach in Zukunft auslassen. Das hier ist auch mehr oder weniger eine Probeaufnahme, muss ich zugeben, für die zukünftigen Aufnahmesessions. Ich habe eigentlich gedacht, die Musik wäre eine schöne Untermalung in dem Spiel, aber sie nervt einfach nur ziemlich. Dadurch, dass sie so laut ist und ich sie nicht leiser stellen kann. Ja. Aber ja, weil ich mich ständig verklicke, kann ich euch mal, während hier die Mühle gebaut wird und alles, das hier zeigen. Das hier ist nämlich der Technologiebaum. Der zeigt an. Ganz ehrlich, eine Sache will ich noch probieren. Einstellungen? Nö. Musikoptionen. Egal. Also ja, der Technologiebaum zeigt uns die Gebäude an. Also was unsere Grundgebäude sind, das sehen wir hier vorne. Beziehungsweise hier oben Bauarbeiter und Kundschaft, das sind keine Gebäude, sondern eigentlich Berufe. Eigentlich zeigt das uns unsere Berufe an, nicht unsere Gebäude. Und wenn wir sogar drauf klicken, kommen wir zu den Beschreibungen, also zum Hilfezeug des jeweiligen Gebäudes beziehungsweise Berufes. Also Schule und Wohnzelt sind Gebäude, alles andere sind Berufe. Und wir sehen, der Farmer sorgt für den Brunnen, was auch wieder ein Gebäude ist, aber sorgt auch für den Müller und der Müller dann für den Bäcker. Genauso wie der Träger für den Händler sorgt. Das ist aber allerdings etwas, wozu wir später kommen. Und der Tree ist auch nicht sonderlich ausgebaut jetzt im Augenblick, weil wir im Tutorial sind. In späteren Missionen ist er viel ausgewogener, also es gibt viel mehr zu sehen. Ja, die Mühle ist fertig. Baue eine Mühle. Deine Bauarbeiter haben nun die Mühle errichtet, dessen imposante Windflügel dein ganzes Dorf überragen. Um die Mühle betreiben zu können, brauchen wir einen Müller. Ralf als Farmmeister hat dazu die nötige Ausbildung. Sag ihm also, dass er von nun an als Müller, Zahnradsymbol in der Mühle, Hammersymbol arbeiten soll. Die übliche Vorgehensweise im Spiel wäre erst einen Bauernhof zu bauen, dort einen Farmer arbeiten zu lassen, bis dieser die nötige Erfahrung zum Farmermeister gesammelt hat. Erst wenn der Farmermeister geworden ist, kann er dann darauf aufbauen, neue weiterführende Berufe in diesem Berufszweig lernen. Hier zum Beispiel den Beruf des Müllers. Und erst wenn es mindestens einen Farmmeister im Dorf gibt, können weiterentwickelte Gebäude, wie zum Beispiel die Mühle, überhaupt gebaut werden. Über das Zahnradsymbol am linken Bildschirmrand, Technologiebaum, kannst du dir die in der jeweiligen Mission möglichen Entwicklungszweige anzeigen lassen. Mache Ralf zum Müller, lasse ihn in der Mühle arbeiten. Beobachte, wie er zum Müllermeister wird. Die großen Mühlenflügel beginnen sich zu drehen und Ralf beginnt, Getreide zum Mehl zu mahlen. Während Ralf nun den Beruf des Müllermeisters erlernt, kannst du ihn bei seiner Arbeit beobachten. Im Figurenfenster kannst du verfolgen, wie seine Erfahrung zunimmt und er bei 100% zum Müllermeister wird. Wenn es soweit ist, ertönt ein feierlicher Tusch. Ja, das war alles. Also, wir suchen Ralf und sollen ihn zum Müller machen und ihn in der Mühle arbeiten lassen. Gut, ich kann euch noch die anderen Symbole zeigen. Das hier ist die Übersichtskarte. Auf der können wir uns alles Mögliche anzeigen lassen. Wegweiser und Straßen, das kommt später. Jedenfalls Wegweiser. Das Zahnrad-Symbol ist wie gesagt der Technologiebaum. Das hier ist unsere Übersicht an Leuten, die wir sogar filtern können, zum Beispiel nach Farmern, nach Bauarbeitern und so weiter. Wir können auch nur nach Frauen, Kindern und Kriegern umschalten.